Willkommen zu einem neuen Let's Test, nämlich zu Shadowman, der Schattenmann. Wenn man es tauschen würde, Meadowshan. Das wäre dann fast sowas vom Klanglichen her wie eine Wiese, die wie ein japanischer Kampfkünstler daherkommt. Aber ist wurscht. Jedenfalls zu Shadowman willkommen. Ein Spiel von 1999 für die PlayStation 1 von Acclaim. Und wenn ich jetzt mal ein mehr oder minder schlechtes Wortspiel bedienen darf, dieses Spiel hat Critical Acclaim erhalten damals. Das heißt quasi so viel, wenn ich das richtig gesehen habe, dass es eigentlich von Kritikern und so weiter und von den Spielern, die es gespielt haben, ziemlich gut angekommen ist. Und da habt ihr gerade vielleicht schon rausgehört, dass dieses Spiel nicht eines der absolut bekannteren der PlayStation-Saga ist. Da zu dieser Zeit halt auch viele andere Spiele rausgekommen sind, die ja mehr im Fokus waren. Zumindest ist das so die langläufige Meinung. Und das ist der Anfang hier, den kenne ich. Ich gucke da gerade aktuell ein Let's Play zu. Mehr dazu aber später. Wir gucken uns jetzt gleich erstmal das Intro an. Und dann blabbel ich weiter. Also, bis gleich. November 1888. An meinen Taten sollt ihr mich erkennen, denn ich bin Jack, der flinke Jack, Jack the Ripper. An meinen Taten sollt ihr mich erkennen, denn sie sind wahrhaft grausam. Alle schloss ich sie in mein Herz, Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Adoes, Mary Kelly. Und liebte sie. Gott, ich liebte sie alle. Die unsterbliche Macht jedoch, nach der ich strebte, in den erbärmlichen Hüllen ihrer Körper, das noch schlagende Organ der Seele, ich konnte sie nicht finden. Nutzlos war das Ritual des Messers. Hier stehe ich nun mit leeren Händen da und muss das blutige Ritual darum an mir selbst ausführen. Halte ein, Jack. Hör, was ich zu sagen habe. Wie habt ihr diesen Ort gefunden? Wer seid ihr? Legion ist mein Name, denn unser sind viele. Die unsterbliche Macht, der du entgegenstrebst, es gibt sie wirklich. Sie liegt tatsächlich innerhalb der Seele, doch nur in ganz besonderen, in besonderen dunklen Seelen. Mein Gott, was seid ihr, dass ihr solche Dinge aus dem Nichts erzeugen könnt? Ich bin nur ein Forscher, so wie du selbst. Und was wollt ihr von mir? Du bist Architekt, nicht wahr? Das stimmt. Dann möchte ich, dass du dem Schmerz eine Kathedrale baust. Einen Ort, wo du und ich und andere wie wir zusammenkommen können. Einen Ort des Asyls für alle einzigartigen und unverstandenen Geschöpfe, die dir folgen werden, wenn die Zeit des Armageddon naht. Und im Herzen des Asyls konstruieren wir eine große, dunkle Maschine, angetrieben von Seelen gleicher Art. Mit ihrer Macht errichten wir eine unsterbliche Armee zur Strafe und zur Säuberung dieser jämmerlichen kleinen Welt. Und wo soll ich diese Kathedrale errichten? Jenseits des Schleiers, in der Dunkelheit, inmitten der ruhelosen Geister derer, die hinübergingen. An dem Ort, der bekannt ist als Reich der Toten. Dann muss ich sterben, um euch zu folgen. So lautet die Prophezeiung. Wir können nicht scheitern, denn unser sind viele. Denn unser sind viele. Amen, sage ich dazu.
Es kommt eine Finsternis. Was ist los, Agnetta? Ich hatte einen Traum, Shadow Man. Einen schlimmen Albtraum. Einen Traum vom Reich der Toten. Die fünf sind gekommen. Die Vorboten der Apokalypse. Deacons Akten bestätigen all meine Befürchtungen. Das Ende naht, Shadow Man. Eine alte Prophezeiung kündet von der Rückkehr des Bösen in das Reich der Toten. Eine furchtbare Macht, die dunkle Seelen unter ihre finstere Herrschaft bringt und deren Kräfte nutzt, in diese Welt hinüber zu gelangen und die Apokalypse herbeizubeschwören. Und gerade ich muss dieses Böse daran hindern, stimmt's? Du bist der Einzige, der uns helfen kann, Shadow Man. Du, der Wanderer zwischen den Welten. Mir ist der Weg ins Reich der Toten verwehrt. Und Jaunty ist in beiden Welten praktisch nutzlos. Du kannst als Einziger etwas dagegen tun. So wie es schon immer gewesen ist. Aber mit etwas derart Bösem hast du noch nie zu tun gehabt. Es ist das reine Böse. So rein, dass selbst die einstigen Behüter der dunklen Seelen es nicht zerstören konnten. Sie konnten es aus dem Reich der Toten nur verbannen. Doch war ihnen bewusst, dass es irgendwann zurückkehren würde. Daher die Prophezeiung von seiner Wiederkehr. Jetzt sind die Kräfte der Ahnen fast dahin. Und die begehrten dunklen Seelen sind dem Bösen schutzlos ausgeliefert. Und darum nun musst du, Shadow Man, ins Reich der Toten gehen und die dunklen Seelen wieder an dich nehmen. Nimm sie unter deinen Schutz, bevor das Böse sie unter seine furchtbare Herrschaft bringen kann. Okay, nur um die Sache klarzustellen. Wenn ich diese dunklen Seelen nicht zurückhole, dann bedeutet das das Ende der Welt, richtig? Genau, c'est vrai. Verdammte Scheiße. Hör mal, ich muss los. Ich habe noch viel zu erledigen. Nimm Deacons Akte, wir treffen uns im Morgengrauen in der Kirche auf dem Hügel. Deine Sachen habe ich dort in sicherer Verwahrung. Ja, so. Ich melde mich mal wieder. Bevor ich jetzt hier irgendwas mache, sie hat oft genug Shadow Man gesagt, damit ihr euch den Namen auch merken könnt. Er heißt Shadow Man. Er heißt, also übrigens, sein Name ist Shadow Man. Shadow Man, ja. Ich bin Man, Shadow Man. So, jetzt egal, jedenfalls, da wurden schon ein paar Namen genannt. Jaunty zum Beispiel, was ein sehr cooler Charakter ist in dem Spiel. Ich glaube, den werden wir noch treffen. Und ich finde das ganze Szenario sehr interessant. Am Anfang das mit Jack the Ripper, der ja Ende der 1880er Jahre im East End von London, ist es East End oder West End, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall in Whitechapel mehrere Frauen umgebracht hat und der wurde heimgesucht, so habe ich das zumindest verstanden, von jemandem, der mit seiner Hilfe ja das Reich der Toten an die Oberwelt bringen will und quasi die Welt säubern möchte, reinigen möchte. Und wir sollen das verhindern. Wir haben auch irgendeinen Namen, der wird uns aber hier noch nicht gesagt. Ich kann euch aber rechts unten schon mal verraten, dass das rote, glaube ich, Energie ist. Dann gibt es ja noch einen inneren Zirkel. Das ist die Schattenanzeige. Wir haben hinterher verschiedene Tore, die man nur mit einer verschiedenen, ja, Höhe an Schattenenergie öffnen kann. Also wir werden hinterher, aber ihr seht das gleich alles noch. So, das ist, ich guck mal eben kurz nach der Steuerung. Also mit Dreieck kann ich springen, sehr ungewöhnlich, finde ich, für die Spiele, die ich kenne. Mit 4 kann ich gerade noch nichts machen, mit Kreis auch nicht, mit X kann ich auch nichts machen. Mit L2 kann ich nichts machen, mit L1 kann ich mich ducken. Mit R1 kann ich nichts machen und mit, okay, R2 kann ich in die Ego-Perspektive wechseln. Also wir sind der Shadow Man. Was ist das? Ach, ein Vogel. Ja, die Grafik hat mich im Intro so ein bisschen an Tomb Raider 2 Ära erinnert, was ja auch hinkommt zeitlich. In etwa zumindest. Tomb Raider 2 kam noch ein paar Jahre vorher raus. Mein Tomb Raider 3 zählt auch noch dazu. Bei Tomb Raider 4 fand ich, wow, war es schon besser? Beziehungsweise man hat, was heißt besser, will ich nicht sagen. Ist ja auch immer Geschmackssache. Aber man hat, wow, was kann er denn für Sprünge machen? Einen größeren Fortschritt gesehen innerhalb der Grafikdarstellung.
Ein böser Hund. Tut er uns Aua? Ich hoffe es mal nicht. Ah, also er klettert automatisch, wenn wir an so einer Kante dran sind. Da oben ist anscheinend die Kathedrale, wo wir hin müssen. Ich schaue aktuell ein Let's Play zu diesem Spiel bei Betagott. Vielleicht kennen einige von euch den. Der hat auch was mit Bruga zu tun. Zumindest kennt er den so ein bisschen, habe ich rausgehört. Oh, da sind Sachen drin. Will ich haben. Und ja, wie kam ich eigentlich zu Shadow Man oder darauf, das hier zuletzt testen? Das kam vor allem dadurch zustande. Komme ich überall noch nicht dran, vielleicht erst hinterher hin. Als Kind habe ich das Cover mal gesehen, das kann ich hier vielleicht einmal kurz irgendwo einblenden. Und ich dachte schon, ich habe mich gerade festgebackt. Und habe mich dran zurückentsonnen. Hab's aber nie gespielt, weil ich das Cover damals schon gruselig fand. Ja, als Kind fand ich das gruselig. Und kannte es auch nur vom Namen her. Und dann dachte ich jetzt letztens irgendwann einfach mal... Ah, okay. Einfach mal ausprobieren, ne? Ich wollte mich sowieso mal umschauen nach alten PlayStation-Spielen, die ich damals gespielt habe, die ich aber so ein bisschen aus dem Gedächtnis verloren habe. Wow. Ja, du darfst dich ruhig auch... Wow. Hangeln, genau. Das sieht gut aus. Und ich muss sagen, mir gefällt es ganz gut. Es hat schon was ganz Eigenes, das kann man schon sagen. Aber es ist für Anfänger, das sagte der Betagott zum Beispiel auch, beim ersten Mal spielen, wenn man es überhaupt nicht kennt, sehr schwierig, da man zum Beispiel erstens hier keine Karte hat und zweitens, dass hier sehr nonlinear ist und ich glaube auch viel mit Backtracking zu tun hat. Das heißt, wir müssen oft an Orte zurückkehren, an denen wir schon mal waren. Und wir müssen halt verschiedene Sachen suchen. Es gibt verschiedene Wege. Nichts ist linear. Die Hunde tun uns, glaube ich, nichts. Oh. Süß. Und ja. Da haben wir noch was. Das sind scheinbar wirklich Orte, zu denen man erst hinterher wieder zurückkommt. So gut kenne ich es ja dann auch nicht. So. Jetzt auch nicht, was hier der Eingang ist. Das sind auf jeden Fall Fenster. Hinterher gibt es nämlich Sargtüren, deswegen war ich da gerade am gucken. Ich glaube, der ist einfach hier vorne, wa? Oh, okay. So ein bisschen Medieval-mäßig, finde ich. Das gefällt mir. Nettie? Ah, hallo Mike. Gut, dass du hier bist. Wie hätte ich dein freundliches Angebot ausschlagen können? Als könnte ich jemals Nein zu dir sagen, Agnetta. Kannst du ja auch nicht. Ich bin nun mal unwiderstehlich. Ich hoffe, du hast die Akte gelesen, die ich dir gegeben habe. Und zwar gründlich. Zwischen den Zeilen findest du die Hinweise. Hast du meine Sachen? Komm rein, Chiri. Weißt du, auf dem Weg hierher habe ich über diese dunklen Seelen nachgedacht. Wenn die so verdammt gefährlich sind, wieso haben die Ahnen sie dann nicht einfach zerstört? Weil das unmöglich ist. Ihre Macht beruht auf ihrer Unsterblichkeit. Sollte es dem Bösen jemals gelingen, diese unsterblichen Seelen zu seinen abscheulichen Sklaven zu machen, kannst du dir das Gemetzel ja vorstellen. Eine unsterbliche, unschlagbare Armee würde über die Erde hereinbrechen. Es wäre die Apokalypse, Shadowman. Es wäre das Ende. Schon gut, schon gut. Ich muss also vor dem Bösen zu diesen dunklen Seelen gelangen. Das habe ich jetzt kapiert. Aber wo kann ich sie finden? In Govi. Alle Govi wurden mit dem stärksten Voodoo-Zauber versiegelt. Selbst die größten Bokors oder Mambos können sie nicht öffnen und die dunklen Seelen darin freisetzen. Glaub's mir, ich hab's versucht. Aber ein Shadowman oder etwas noch Mächtigeres kann es vielleicht schaffen. Setze die dunklen Seelen frei und nimm sie in dich auf. Aber beachte dies.
Die dunklen Seelen bestehen in ihrem Wesen aus purem und uraltem Bösen. Sie besitzen eine Macht, die nicht missbraucht werden darf. Ja, ja, ja. Lass es uns endlich hinter uns bringen. Meine Sachen hast du. Voilà. Hier sind sie. Oh Gott. Luke. Er lebt. Er lebt und leidet Schmerzen. Ich muss ihm helfen. Er ist tot, Mike. Das weißt du doch. Ja, ich weiß, aber ich habe gesehen... Es ist ganz verständlich, dass du immer noch starke Gefühle für deinen Bruder hast. Deswegen funktioniert bei dir ja auch sein Teddy. Und verbinde dich mit dem Reich der Toten. Gebrauche ihn jetzt, Mike. Geh ins Reich der Toten und suche Jaunty. Er wartet vor den Markttoren auf dich. Er wird dir etwas zeigen. Gut. Und Mike? Ja? Falls du mich brauchst, ich werde hier sein. Jetzt such Jaunty und schnapp dir diese dunklen Seelen. Ja. Genau. Also das hier sind diese Govi, da drin sind die... Wow. Ich habe gerade einmal 4 gedrückt und dann... Er schießt automatisch. Okay. Wir haben unendlich Energie, wenn ich das richtig entsinne. Und in diesen Govi sind auf jeden Fall die Seelen drin, die wir aber nicht befreien können. Kann man hier was Ah. Okay. Hey, cool. Wir hören gerade so ein Herzpochern. Finde ich schon sehr cool gemacht. Ich finde es auch sehr schön, wie die Story erzählt wird, obwohl man am Anfang natürlich ein bisschen überfordert ist. Kann ich mir gut vorstellen, wenn man das hört. Von wegen Luke, sein Bruder ist tot und warum und überhaupt. Also wir heißen Mike, beziehungsweise Mikey. Vielleicht wurde das auch vorhin schon gesagt und ich habe nicht aufgepasst. Kann auch gut möglich sein. So, ich soll den Teddy benutzen, um ins Reich der Toten zu gelangen. Das machen wir jetzt gleich auch sofort, aber ich wollte mich halt kurz hier vorher umsehen. Ich bin ja so ein Fan davon, sich erst umzusehen. 10 von den Dingern hier haben wir. Die Begriffe für verschiedene Gegenstände hier drin sind größtenteils auf Französisch gehalten. Warum auch immer. Vielleicht gibt es mythologisch irgendeine Begründung, dass Französisch die Sprache der Unterwelt ist. Das würden manche Leute, glaube ich, bejahen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es so. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Wie komme ich denn? Mit Select komme ich ins Inventar. Das ist Nettys Akte. Also sie ist Agneta Netty. Sie scheint wohl irgendwie so eine Voodoo-Hexe zu sein, Zauberin. Das sind Kodos, okay. Kados. Teddybär. Bayou Paradies. Oder einfach nur Bayou Paradise in Louisiana. Reich der Toten, Markttore. Ah, da können wir jetzt hin. Ja, dann... Ich finde, das wird damals schon cool gemacht, ehrlich gesagt. Es gab es auch für PC, glaube ich, weiß gar nicht, Betagod, ob der das auf PC spielt. Bei ihm war die Grafik ein bisschen besser, ehrlich gesagt. Kann sein, dass er die PC-Version genommen hat, das weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Ich bin der Herrscher über das Reich der Toten. Schatten geboren am Zusammenfluss der Welten, um zwischen beiden hin und her zu wandern. Dem Reich der Lebenden mangelt die Bedeutung, die mein nicht lebendes, nicht totes Sein an diesem Ort besitzt. Dem Reich der Toten, wo die Dunkelheit sich offenbart am Ende des Verstands. Als Gott trete ich hervor auf dem sich windenden, stinkenden Körper der Schlange im Reich der Toten. Welcher Art ist hier der Schlaf? Welche Träume lauern in den bedachtsamen Windungen der Schlange todbringender Zuckungen? Waffe in der Hand. Meine Hand im Bogen, den Todesstoß führend am Ende aller Dinge. Das Grauen. Das Grauen. Ich gebe mich ihm hin. Ja. Da sind wir im Reich der Toten. Das hier ist die Schattenwaffe. Von der haben wir auch unendlich Energie. Ich habe keine Ahnung, wo man hier am besten her kann und wo nicht. Er kann auf jeden Fall ziemlich weit springen, aber nicht ziemlich hoch.
Ach, der lebt noch. Scheiße. Okay. Ah, das ist also... Ich muss gerade mal ein bisschen testen, ob er automatisch aufzielt oder eher nicht. Nee, er zielt nicht so ganz automatisch auf. Dann ist das ohne diese Zielvorrichtung gar nicht mal so einfach, ehrlich gesagt. Ich hatte den Eindruck, dass er auf dem PC ein bisschen... ein bisschen mehr aufzielt. Okay. Also mit Kreis kann ich... Irgendwie ist die Kamera gerade komisch. Und ich will immer mit X springen. Es ist für mich völlig ungewohnt, mit Dreieck zu springen. Mit Kreis kann ich die Waffe nur wegstecken anscheinend. Ach, das ist Jaunty, genau. Das ist die Schlange, die uns jetzt was erzählen wird. Was ich auch noch erwähnen wollte, was ich gerade eben schon bei den letzten beiden Cutscenes zweimal vergessen habe und immer wieder sagen wollte. Hier gibt es auch sehr bekannte Synchronsprecher von Kevin Spacey zum Beispiel. Also die deutschen Stimmen natürlich. Und auch noch weitere, die anderen weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Aber es sind auf jeden Fall viele bekannte Synchronsprecher hier dabei. Und ich mag auch die Art der Erzählung ziemlich, muss ich sagen. Reden wir mal mit Jaunty, der Schlange, der, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die der Herrscher des Reich der Toten. Mal gucken. Hallo Michael, wie läuft's denn so mit dem Tod, was? Jaunty, ich wäre dir verbunden, wenn du mich Shadowman nennen würdest. Hier im Reich der Toten hat Michael Leroy keinen Platz. Was immer du willst, Michael, schön dich wiederzusehen. Ist ja schon Ewigkeiten her, dass mir deine wunderbar fröhlich lachende Visage zum letzten Mal untergekommen ist, was? Ganz meinerseits. Warst wohl weg und hast ein bisschen mit dem alten Drachen geschickert, was? Hast es ihr ein bisschen mit dem guten alten Voodoo gegeben, um sie immer jung zu halten, was? So ungefähr. Ich wette, sie hat dich mit ihrem dreckigen Bettgeflüster vollgesülzt. All dem Gerede vom jüngsten Tag und von Armageddon, bis dir der Schädel geplatzt ist, was? Tatsächlich hat sie zufällig mal einen gewissen prophetischen Traum erwähnt, den sie gehabt hat. Ach, hat sie, ja? Naja, dies eine Mal hat die alte Hexe womöglich recht. Siehst du den verdammten großen schwarzen Turm da drüben? Wie könnte ich den übersehen? Naja, der alte Bräugel. Der Malertyp aus dem Mittelalter, was? Der hat mir neulich erst erzählt, wie sehr ihn der Turm an ein Bild erinnert, das er mal gemalt hat. Meinst du Peter Bräugel? Nein. Seamus, seinen entfernten irischen Cousin. Jedenfalls, er war ziemlich geschockt, der Typ, über das, was das verdammte Ding hier anrichtet. Er scheint einfach so aus dem Nichts und rast hier durch die Gegend, als gäbe es kein Morgen. Was nach dem, was Nettie sagt, ja gar nicht so falsch ist, was? Irgendeine Ahnung, was hier vor sich geht? Ich doch nicht. Und ich werde bestimmt nicht an die Haustür klopfen, bloß um es herauszufinden. Ich sage nur... Wenn wir mit was Bösem rechnen müssen, dann kommt es von da drin. Nettie hat die dunklen Seelen erwähnt. Kannst du mir mehr darüber sagen? Ich fürchte, auch da muss ich dich wieder enttäuschen, Michael. Alles, was ich weiß, ist, was mir Nettie erzählt hat. Sie seien verdammt mächtig, nahezu unzerstörbar und sollten nicht in die falschen Hände fallen, was? Irgendeine Ahnung, wo sie sein könnten? Was denn? Hältst du mich jetzt etwa für einen Reiseführer für die dunklen Seelen, was? Ich schätze, du könntest es mal mit all den alten heiligen Städten da unten zwischen den Heulern und Zähneknirschern versuchen. Ich hoffe bloß, dass es keine von diesen Seelen in diesen verfluchten großen schwarzen Turm verschlagen hat. Wenn Nettie recht hat, ist das einigen von ihnen schon passiert. Noch ein Grund mehr, mich zu beeilen. Öffne die Tore, Jaunty. Ja, hast viel zu tun, musst eine Menge Leute treffen. Was, Michael? Öffne einfach die Tore, Jaunty. Habe ich dir eigentlich jemals erzählt, wie ich und Attila der Hundenkönig mit den abgeschlagenen Köpfen der französischen Aristokraten gekegelt haben? Jaunty! Schon gut, schon gut. Lass dir darüber mal bloß keine grauen Haare wachsen, obwohl, wenn ich mir deine glänzende Rübe so ansehe, hast du damit ja wohl keine Probleme, was? Sesam, öffne dich!
Und solltest du mal Lust haben, reinzuschauen und ein paar Takte zu plaudern? Du weißt ja, wo du mich findest. Nur schade, dass uns die Zeit nicht für ein paar Schlückchen an einem lodernden Torffeuer reicht, was? Ich trinke nicht. Mit Schlangen. Ich finde den irgendwie cool, den Kerl. Jaunty. Irgendwie konnten... So, also so... Ah! Okay. Das wollte ich nämlich sagen, das geht nämlich auch auf der PC-Version. Beziehungsweise, ich weiß halt nicht, also falls ihr... Oh. Michael, schon zurück? Wird ein bisschen zu gruselig für dich, was? Wird dir ganz anders bei der Sache, was? Jaunty, ich gebe es zwar äußerst ungern zu, aber ich brauche deinen Rat. Ach, wirklich? Dann schieß los. Ist natürlich nicht wörtlich gemeint. Nettie sagt, ich sollte nach diesen Govi suchen, die anscheinend die dunklen Seelen enthalten. Naja, und ich bin noch nicht mal in die Nähe von einem gekommen. Ach, du Ärmster. Lass es mich mal so sagen. Wenn du versuchtest zu verhindern, dass ein Quell unsterblicher kosmischer Macht dem schlimmsten Bösen in die Hände fällt, würdest du diesen Quell unsterblicher kosmischer Macht dann einfach so herumliegen lassen, dass sogar Dick und Doof darüber stolpern können? Was? Wohl kaum. Na also, dann wirst du wohl ein bisschen sorgfältiger suchen müssen, stimmt's? Wahrscheinlich hast du recht. Und Michael? Was? Zerbrich dir dein hübsches, kahles Köpfchen nicht so sehr deswegen. Ich meine, es geht schließlich nur um das Ende der Welt. Probleme mit dem Wagen, was? Der musste einfach mal gerade sein. Also, ist sehr geil, wenn wir R1 gedrückt halten, dann... Ne? Genau. Visiert er einen Gegner an, dauerhaft, und wir können uns dabei bewegen und trotzdem schießen. Das war das, was ich meinte. So. Das heißt, wir gehen jetzt hier erstmal weiter. Dann probieren wir das mal ein bisschen aus. Muss ja erst auch ein bisschen trainieren. Schön Blutsümpfe. Ach, geil. Hui. Hä? Bin ich zurückgegangen? Ich bin zurückgegangen. Ich bin ein Held. Geil. Nicht. Warum bin ich denn zurück? Ich dachte, ich bin durch das Tor durchgegangen. Na, egal. So, dann gehen wir jetzt auch mal richtig daher. Beziehungsweise erstmal, das ist nur eine Lampe, ne? Mal kurz hier gucken, ja. So, ab dafür. Also mit R1 anvisieren und mit Viereck dann schießen. Probieren wir mal. Die Waffe verstärkt sich auch hinterher. Dabei ein bisschen bewegen ist, glaube ich, ganz gut, weil wir ziehen ja so oder so auf. Also das heißt, die Waffe wird hinterher stärker. Wir kriegen auch noch andere Waffen natürlich und Upgrades und alles. Aber das ist, es gibt so ein kleines Leveling-System hier drin. Was ganz cool ist. So, und hier fängt nämlich... Ich hatte noch ein bisschen lahm, die Waffe, aber ja. Ein bisschen gucken. Die Musik ist sehr subtil, aber finde ich sehr cool gemacht. Was? Da ist ein Penner. Weil die können nämlich auch schießen, also sie sind nicht ungefährlich. So. Ich mag das schon hier sehr, die Atmosphäre. Jetzt ist aber gut hier. So, James Bond Rolle und... Na? Du Penner. Du Zombie Penner. Wow. Komm, Michael. Leroy. Leroy heißt er. Kann man die hier kaputt machen? Nee. Aber die hier, ne? Aber nichts drin. Hier fängt nämlich das Schlamassel an mit den mehreren Wegen, glaube ich. Keine Ahnung, wo man als erstes hergehen soll. Ich sag mal, man kann sicherlich nichts verkehrt machen und es ist halt Trial and Error natürlich beim ersten Mal. Aber wir sterben hier drin also nicht, okay.
Ich weiß, dass es hinterher, glaube ich, auch noch Feuergegenden gibt und es gibt Möglichkeiten, dem Feuer dann zu trotzen. Das können wir jetzt so aber noch nicht unbedingt direkt. Ist hier da keiner? Nein, hier ist gerade keiner. Doch. Er braucht manchmal ein bisschen, bis er checkt, wo die Gegner sind. Das ist echt eine komische... Vielleicht liegt das irgendwie an dem Emulator, dass er das nicht so ganz darstellt. Wow. Ah. Ich finde das geil, wie die so zerplatzen. Obwohl sie grünes Blut haben. Aber ich meine, okay. Man kann nicht alles haben. Ah, da haben wir wieder ein Cordo. Cadeau. Ne? 11 Stück. Ich glaube, für 100 kriegen wir irgendwas. Das macht auf jeden Fall schon Bock, ehrlich gesagt. Aber ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wenn man das hier nicht kennt, mit diesen ganzen Wegen, die es hier gibt, könnte das ein bisschen schwierig werden. Ich meine, Kenner des Spiels, ne, die laufen hier einmal rum, klack, wissen sofort, wo sie hin müssen, aber... Bin ich halt nicht. Auf jeden Fall, es gefällt mir ganz gut, wie der Beta-Gott das auch macht. Er erklärt sehr gut. Und was ich übrigens auch, um mal jetzt ein bisschen Werbung für Beta zu machen, was ich sehr gut an ihm finde, obwohl er auch schon einer der älteren Let's Player ist und auch einer der, sagen wir mal, größeren. Ich sag mal, ich glaube, wie viele Abonnenten hat er? 9000 oder so. Er macht sich trotzdem noch die Mühe und geht auch auf sehr viele neuere Kommentare ein. Das finde ich sehr löblich, denn das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und er ist auch am ganzen Weg da sehr nett, also den kann ich sehr empfehlen. Also die Schussfrequenz wird sich hinterher, glaube ich, noch erhöhen. So, Cadeau. Können wir hoch. Ich versuche die ganze Zeit irgendwie die Kameraperspektive noch ein wenig zu ändern. Aber ich glaube, muss man eben kurz gucken, was wir für Optionen haben. Man kann also... Man kann also immer speichern, wenn man möchte. Finde ich auch schon mal sehr löblich. Gerade für Let's Player ja immer nicht gerade unwichtig, wenn man mal Zeitdruck hat oder so, obwohl man dann wahrscheinlich erst gar nicht aufnehmen sollte dann, aber naja gut. So. Ah, ich kann die sogar ändern. Spring X, nieder kann man da anvisieren. Also man kann hier doch zwischen verschiedenen New Yorker, aha. Ich bleib aber mal bei klassisch. Linke Hand, rechte Hand, genau. Finde ich sehr gut, dass man das einstellen kann. Shadow Display an. Sound Effects 200. Aha. Zurück anvisieren. Und Audio. Man kann keine Kameraperspektive so umstellen oder muss man dafür irgendwie Tasten drücken? Ich weiß es nicht. Ich kann aber auch nicht in der Ego-Perspektive weiterlaufen. Also es geht nur die Third Person. Was? Wow! Was aber nicht schlimm ist. Ich glaube, diese Taktik mit dem Hin- und Her-Bouncen, Rückwärtsgang in die Energie, die ist gar nicht mal schlecht. Sieht vielleicht ein bisschen ungelenk aus zuweilen, aber ja. Wow! Und der ist schon ein wenig schneller! Ja. Es gibt auch hinterher Gegner, die sind noch schneller und die sind gar nicht mal so einfach.
Ist das denn der eben auf mich geschossen hat, oder war das noch wer anders? Weiß es nicht. So. Ah, ich kann sogar so hoch springen, okay. Das muss man natürlich auch erstmal alles austesten. So. Rückwärtsgang, Mike. Mikey? Ich finde das sehr gut, das Springen klappt erstaunlich gut für so alte Spiele. Das hat man ja öfter schon mal, dass das ein bisschen schwerfälliger ist. Aber hier muss ich sagen, fallen wir einfach runter. Ist das echt gut. Also ich möchte nicht komplett ausschließen, dass hiervon nicht mal irgendwie was von mir kommt, Let's Play-mäßig, aber erstmal nicht. Ja? Mike, komm. Ach, ich muss erst die Waffe wegstecken und dann... Ah. Vielleicht kann man auch irgendwie die Kamera ändern und ich check's gerade nicht. Ich weiß es nicht. Kann man so ein 180 machen? Nee, schade. Ja. So eine 180-Grad-Drehung, da habe ich gerade drauf spekuliert. So. Ach, das war der andere Weg, alles klar. Wo, das unten haben wir ja schon gesehen, das ist Holzgerüst, wo wir hätten reingehen können. Was haben wir hier? Also was ich wirklich leider ein bisschen, wow, zu bemängeln habe, ist, dass es hier keine Karte gibt. Zumindest eine... Irgendwie geartete Karte hätte man einbauen können. Ich weiß auch nicht, ob er doch so ein bisschen aufzielt. Ich kann das so schlecht einschätzen hier irgendwie. Wir gehen aber erstmal weiter. Wow. Nee, eigentlich nicht. Normalerweise würde ich jetzt, wenn ich das jetzt längerfristig spielen würde, würde ich wahrscheinlich die Steuerung umstellen. Aber... Jetzt gerade hier lohnt sich das noch nicht für mich. So. Ach, hier waren wir ja schon, ne? Genau. Das heißt, den Weg haben wir jetzt einmal abgeklappert. Bin jetzt oben rum zurückgekommen. Dann bin ich eben daher gegangen. Von hier kommen wir. Ja, Musik getriggert. Kann man denn da noch irgendwo anders her? Das meine ich zum Beispiel damit, mit diesem Rumgesuche. Was aber auch natürlich auch Spaß machen kann, was auch ein Reiz sein kann des Spiels. Bin wahrscheinlich eben hier irgendwo runtergefallen, wo ich eigentlich weiter wollte. Ne, hier sind wir eben schon durchgegangen, das weiß ich wohl noch. Kann man hier irgendwie nicht rein oder so? Nö. Ich finde diese schreiende Waffe, diese Schattenwaffe auch sehr geil. Ich finde es natürlich auch sehr sympathisch, dass man da unendlich Energie hat. So, da, dann da. Also es sieht vielleicht auch ein bisschen ungelenker aus, als es ist. Also man kann es eigentlich relativ gut steuern, muss ich wirklich sagen. Und ich bin da ja durchaus wählerisch. Das ist eine direkte Steuerung, nicht zu direkt. Ist nicht wirklich schwammig. Finde ich wirklich löblich gemacht. Also es war, glaube ich, damals auch das erfolgreichste Spiel von Acclaim, was es gab. Ah, hier, genau. Hier muss ich jetzt rüber. Beziehungsweise eins der erfolgreicheren, aber halt nicht zu verwechseln mit eins der weit verbreitesten, bekanntesten. Wer bist du für einer? Ah, du bist nur ein normaler Zombie, ja? Oh. Ah, das ist das erste Sargtor. Und dafür brauchen wir ein gewisses Energielevel. Oder? Nee. Genau, ihr seht ja hier diese einzelnen Kacheln drumherum und von links nach rechts füllen die sich weiter auf beziehungsweise zeigen an, wie viel Energie wir brauchen, um das Tor öffnen zu können. Und das sehen wir rechts unten anhand des inneren Kreises.
Der füllt sich, glaube ich, dann mit der Schattenenergie und da können wir dann ablesen, wie viel haben wir und welche Tore können wir damit öffnen. Also es gibt hier verschiedene Sargtore innerhalb dieser Welt und die führen uns halt auch zu verschiedenen Orten. Hier können wir anscheinend so rein. Würde ich fast sagen, weil da wird jetzt gerade nichts angezeigt. Muss ich denn irgendwie... Ah, mit Kreis. Kreis ist also dann die andere Aktionstaste. Ist auch schon sehr genau gemacht, weil mit der linken Hand habe ich ja die Waffe in der Hand. Das heißt, mit der linken Hand kann er das Ding schon mal nicht bedienen. Das kann er nur mit der rechten. Es ist sehr genau gemacht, muss ich sagen. Freut mich. Mag auch diese Laternen und alles hier. Da oben ist noch ein Sargtor. Ist da ein Gegner? Nee, es ist das Kreuz davor. Da liegt was. Diese Visionen und Träume sind auch schön dargestellt. Die Prophezeiung. 23. November 1888. Mein Freund, obgleich Jahrhunderte vergangen sein mögen, bis ihr diese Zeilen lest, seid mir dennoch gegrüßt, als Freund und als Bruder. Denn auch ich trug einst die Last der Schattenmaske. Aha, also sind wir nicht der Erste, okay. So wisset, dass ich diese Wege, die Pfade der Schatten, anlegte zur Reise durch das, was wir das Reich der Toten nennen, auf das wir andere, die die Maske tragen, die Ordnung im Reich wiederherstellen und ungehindert unseres Weges gehen können. Ich habe zu meiner Zeit viele alte Artefakte der Macht gesammelt und katalogisiert. Einige davon befinden sich in diesen Räumen. Aha. Doch ich befürchte, dass ich meine Arbeit nicht mehr vollenden kann. Ein Keim der Dunkelheit hat in diesem Reich zu sprießen begonnen, weit kraftvoller als in den Jahrhunderten zuvor. Und so halte ich es für dringend geboten, die Pfade der Schatten zu versperren, auf dass sie und die Artefakte dort nicht dem Bösen zur Beute fallen. Die Aufgabe, diese Wege zu sichern, erwies sich als überaus mühsam, und ich bin voller Sorge, dass ich diese anderen Tore mit meinen schwindenden Kräften weniger gut als jene tiefer auf dem Faden gesichert habe. So wisset denn, dass euch der vor euch liegende Weg viel mehr Kraft abverlangen wird, als ihr bisher aufbringen musstet. Ups, zurück. Neben dem Katalog der Artefakte findet ihr hier Le Cas de Prophétie, die Prophezeiung, die unseren Ahnen von den Loa verkündet wurden. Ich befürchte, dass es sich bei der Dunkelheit, die sich allmählich auf uns senkt, bereits um die von Le Cas vorhergesagte handeln könnte. Le Cas. Doch nicht auf mich fiel das los, mich dieser Dunkelheit zu stellen. Vielmehr gilt mein Streben der Sicherung dieser Pfade, auf dass sie, wenn die Prophezeiung eintrifft, und das Böse sich in seiner wahren Gestalt zeigt, wieder freigelegt und ihre Relikte wieder zutage gefördert werden können. Maxime Saint-James. Aha. L'âme obscure. Lange vor den Männern des Schattens wurden die Welten von Kreaturen mit bösen Seelen heimgesucht. Von Unsterblichen, deren Anführer der war, der viele ist. Der mit dem Mund voller Blut in schier endlosen Kämpfen... In schier endlosen Kämpfen wurde er niedergerungen und verbannt an einen Ort jenseits der Welten. Und die dunklen Seelen seiner Armeen wurden in Govi verschlossen. Le Secure des Saints. Und die Govi wurden den Schwestern des Blutes anvertraut. Genau, Saint mit Blut und so, das wusste ich. Und viele Lebensalter lang befanden sich die dunklen Seelen in ihrer Obhut. Irgendwie habe ich es nicht so einfach mit der Schrift, aber naja gut. Liegt auch vielleicht an meinen alten Augen. Und hinzu kommt übrigens auch, dass ich kein Französisch kann, obwohl ich französische Vorfahren habe. Aber ist ein anderes Thema. La Construction Le Lay, keine Ahnung. Und dann kehrte er,
der viele ist, zurück vom Ort jenseits der Welten. Er vereinte unter seinem Banner die Wahnsinnigen und die Mörder, und sie bauten im Reich der Toten ihr Asyl. La Signon de Signe. Und er entsandte seine Gefolgsleute in die Welt der Toten. Er sammelte die dunklen Seelen, die nicht unter der Obhut der Schwestern standen. Also er, also die Schwestern und er sind auf jeden Fall schon mal nicht so ganz, nicht so ganz koscher miteinander. Mit ihrer fürchterlichen Kraft berief er die fünf zu sich. Sterbliche, die seinen Befehlen gehorchen mussten. Jack war einer davon, oder ist einer davon, und sie errichteten für ihn Tore für die Seelen, die in die Welt der Menschen führten. Le Rive de la Sorcière. So geschah es, dass die fünf der Hexe in einem Traum erschien. Ah, genau, das war das, was wir gesehen haben, diese Vision, schätze ich mal. Und ihr Echsenkönig verkündete die Apokalypse, das dürfte dann Jaunty sein, mit dem Schreien von tausend Menschen. L'appel du pouvoir. Und in ihrer dunkelsten Stunde rief die Hexe den Mann des Schattens. Das sind wir, wie man auch in Schwärmbild erkennen kann. Wir haben einen Heiligenschein. Le Serpent, also die Schlange auf jeden Fall. Und die Schlange bewachte die Markttore, bis der Schatten ins Reich der Toten zurückkehrte. Von da an wurde die Schlange zu seinem Ratgeber. Mhm. Jaunty, die coole Sau. Le Charmant de l'Ombre. Denn der Mann des Schattens öffnete die Sargtore und zum ersten Mal seit 100 Jahren betrat wieder ein Fuß die Pfade der Schatten. Le Rassemblant de Am Obscurs. Der Mann des Schatten brach der Schwestern Zauber Genitiv, okay, über die Govi und die Macht der dunklen Seelen an sich nehmend, vereinigte er sie in sich. Oh, meine Güte, Partizip 1, Hilfe. Lele. Mächtiger geworden, betrat der Mann des Schattens schließlich das Asyl und fand darin die Tore zur Welt der Menschen. Und er trat hindurch und stellte sich den fünf. Doch im hellen Licht des Tages waren sie ihm überlegen. Also wir können als Shadowman nur in dieser Schattenwelt existieren und Mike ist halt in der normalen Welt. Und das Ziel ist auch, glaube ich, zumindest wenn ich das von Beta richtig in Erinnerung habe, dass wir quasi als Daywalker, wenn man das jetzt vampirisch übertragen möchte, auch in der realen menschlichen Welt als Shadowman herumlaufen können und da halt die Gegner aufhalten können. Das ist im Prinzip so mit das Endziel und dann das Böse halt besiegen können. Habe ich das zu Ende gelesen? Ja. L'Ombre. Und die Hexe fiel in eine tiefe Trance, ihre Kräfte erschöpft und ein Schatten fiel über die Menschenwelt. Legion, keine Ahnung. Und die Macht der dunklen Seelen ist über Legion gekommen. Das war der Kerl am Anfang. Laffin, Ende, geil. Baton, Klinge, die den Äther durchdringt und den Geist hindurchtragt. Ach, das ist, glaube ich, das Baton ist hinterher eine Waffe, die wir finden können, um uns von einem Ort zum anderen teleportieren zu können, mit so verschiedenen Steinen, Marksteinen, so Ecken, wenn ich mich recht entsinne. Man käme hier auch später übrigens auch noch in eine Irrenanstalt, die es wirklich in sich hat, die auch für damalige Verhältnisse, wenn man die von außen sieht, sehr groß ist, also monumental für damals, auch heute noch beeindruckend. Da kommen wir nicht hin natürlich mehr, weil, wie gesagt, ich kenne das Spiel nicht, aber ich empfehle euch, wie gesagt, das Let's Play zu diesem Spiel von Betagott. Er erklärt schön und es ist nicht blind. Er rennt da zwar, was heißt, er rennt da ziemlich durch, er kennt die Wege halt so in etwa, nicht mehr alles, aber er hat auch eine nassforsche Art, das finde ich sehr schön. So. Flambeau, Träger der Voodoo-Flamme. Marteau, der die Radertrommeln schlägt. Galbas, Zerstörer der geheiligten Veve. Asson, heilige Rassel der Mambo. Ich glaube, das ist das, was wir als nächstes bekommen würden. Eine Rassel, die ist auch sehr cool, also auch eine Waffe. Poin,
um die Blutfälle zu erklimmen. Ah, okay, so eine Kralle oder was? Ensemble, das, was schützt. L'Eclipse, Überbringer der Nacht, der den Schatten über die Menschenwelt bringt. Mysterie, Mystire. Le Soleil, Bruder Sonne, la Lune, Schwester Mond, la Lame, die Kraft, die verbindet. Brut der Schatten. Mal wieder was Deutsches. Yeah. Nur die Mächtigsten dürfen in diesem Buch der Geheimnisse lesen. Le Gore. Keine Ahnung. Die heiligen Zeichen bei Prüfungen von Le Saussure de Sang verglichen zum Schutz vor dem elementaren Feuer. Verliehen, verglichen. Also diese, die werden von den Schwestern, weil das waren ja Le Saussure oder Le Saussure de Sang, wie sie auch immer heißen, das waren diese Schwestern. Und die können uns so Tattoos quasi geben, sind es im Prinzip. Und die können uns dann hinterher auch verschiedene neue Kräfte, Kraftstufen verleihen, dass wir mehr hinkriegen und alles. Gore Toucher, wahrscheinlich. Auf das er in Feuer greifen kann, ohne dabei Schmerz zu verspüren. Das meinte ich vorhin schon so ein bisschen. Gore Macher, auf das er über glühende Kohlen schreiten kann. Okay. Naga. Nage, auf das er von Flammen verzehrt werden kann, ohne Schaden zu nehmen. Le Cadeau, Opfer für die Loa an den L. Hatten wir das eben schon? Ne, es war das letzte. Le Cadeau. Ah genau, das sind die. Opfer für die Loa an den Altären des Lebens, die jenseits der Wüsten des Wüstenlandes liegen. 100 Cadeau, den Loa geopfert, verleiht dem Geist eines Mannes Stärke, also die Level uns quasi auch so ein bisschen auf. Wir haben aktuell 18. Way. Jo. Dann wieder raus. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Ich muss mal eben kurz gucken. Jo, ein paar Minuten noch. Nicht mehr lange, aber ein paar Minuten haben wir noch. Also ich muss wirklich sagen, mir gefällt das Spiel gut. Und ich habe es mir im ersten Moment da oben, sehen wir zum Beispiel. Ja, ich unterbreche gerne meine eigenen Sätze. Dass wir einen so einen Balken an Schattenenergie brauchen. Oder an Seelen, sage ich mal. Das sind, genau, so ist es, glaube ich. Das sind die Seelen. Wir können hier schon Seelen sammeln halt gleich. Teilweise freiliegen, teilweise halt in diesen Dingern drin. Den Govi. Und wir brauchen eine gewisse Anzahl, um diese Tore dann da oben zu öffnen zu können. Das ist halt dann die Anzeige dafür. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Ups. Na komm, Mikey. Boah, ich könnte dich auch wie Agnetta oder Netty die ganze Zeit immer Shadowman nennen. In jedem Satz mindestens einmal. Shadowman. Shadowman, Shadowman. So. Ist gerade schon wieder Herzpochern hier. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Nö, ne? So. Vielleicht sagt er mir das auch, wenn ich jetzt hier versuchen würde. Moment, Waffe wegstecken. Na? Oder macht er dann einfach gar nichts? Ich finde seine Synchronstimme übrigens auch sehr sympathisch. Das ist dunkle. Wow. Ah, das ist ein Groovy. Oh! Ah! Ich glaube, ich komme immer noch so ein bisschen, sei mir bitte auch verziehen, aber ich komme so ein bisschen mit der Schattenenergie und den Seelen zusammen. Also ich glaube, das Innere, die innere Anzeige sind, glaube ich, die Seelen und die äußere Anzeige vor dem Roten jetzt, also das Rote jetzt mal ausgenommen, das ist Zackige, das ist halt die Energie, die wir haben. Die können wir hinterher halt auch noch aufleveln, wie man sieht. Also das Maximum ist gerade mal die Hälfte der Anzeige, die wir aktuell haben. Und der mittlere Ring quasi, also dieser zweite lila Ring, der linke, das ist irgendwie die Schattenenergie, die bezieht sich, glaube ich, auf unsere Waffe. Es kann aber sein, dass ich die beiden lila Ringe jetzt von der Funktion her vertauscht habe. Ach, das können wir noch nicht, genau. Gerade Energie verloren in Balken, genau, das war das. Also das können wir noch nicht bewegen. Bisher ist es ja gar nicht mal so unlinear.
Mir macht's schon Spaß. Also ich könnte mir schon mal vorstellen, da was zu machen. Aber es wäre halt natürlich auch blind, beziehungsweise semi-blind. Also ich würde mir das Let's Play halt vorher mal angucken, damit ich mir halt schon mal einen groben Einblick machen kann, auch von den Sachen. Aber an sich, mag ich das. Kommt er jetzt hier hoch? Nee, da brauchen wir zwei Stück für. Ach, das ist quasi, glaube ich, so ein Sammelraum mit verschiedenen Toren. Weitergehen. Kommen wir da hin? Ich glaube, da kommen wir sogar schon zur Irrenanstalt. Obwohl, wenn ich mich recht entsinne, hat Beta erst was anderes gemacht. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, weil wir hierfür noch zu schwach sind jetzt. Verlorene Seelen schweifen durch die Marktore für eine Ewigkeit des Wartens. Diese grenzenlose Vorhölle, dies wüste Land, diese ungezähmte, widernatürliche Nachgeburt, die ich befehlige, Kraft meiner ewigen Dunkelheit. Welche unsäglichen Geheimnisse werden gewispert auf dem Pfad der Schatten? Welche rot geränderten Wahrheiten, die trostlos sich erheben über den verfluchten Horizont? Todesflügel, Duppi, Zombie-Mutter, dieser Voodoo-Herrscher wird sie alle überdauern. Mhm. Ich fand den früher auch echt gruselig. Also sowohl das Cover. Die Musik ist cool. Passt gut zum Spiel von der Art her. Ich weiß halt nicht, was hier jetzt irgendwie besser wäre, wo man hergehen muss halt, aber ja, ich probiere halt einfach mal rum, ne? Was will man machen? Ich werde ja hinterher dann irgendwie merken, wenn man irgendwo nicht herkommt. Oh. Okay, also die kann man hinterher dann auch erklimmen. Genau, da oben sind nämlich auch wieder Kados. Oh, ich bin erstaunlich firm mit den Begriffen mittlerweile schon. Ich bin selbst etwas beeindruckt. Was ist das? Okay, dann ist es, glaube ich, anders. Das war, glaube ich, Energie für jetzt die Waffe, die wir haben. Oder? Kann das sein? Ach genau, wenn wir das jetzt gedrückt halten, können wir die quasi aufladen mehr. Genau. Was ist das? Ah, jetzt hat sich, ich habe da drauf gedrückt, das ist ein Schalter gewesen. Jetzt habe ich da oben das Seil betätigt. Ich finde das echt cool, gerade hier. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust aufzuhören. Also das ist schon, das muss ein Spiel erstmal schaffen für mich. Oh. Sind diese sich schnell öffnenden Tore? Upsala. So, da oben ist auf jeden Fall ein Kado drauf. Ich kann hier aber noch nicht hin. Kann ich denn hier rein? Ja. Oh, ich kann unter Wasser sogar schießen. Wie kann ich denn schwimmen? Ach, mit Dreieck. Alles klar. Komische Fische. Und hier muss ich ehrlich gesagt sagen, erstaunlich gut. Also von der Schwimmphysik her für alte Spiele. Schwimmen ist ja normalerweise in den meisten Spielen nicht so geil. Aber hier gerade, vielleicht liegt es einfach daran, dass es Blut ist und im Blut kann man besser schwimmen. Aber... ist ja nicht für diesen Bereich programmiert und deswegen... Ich weiß es nicht. Oder stunne ich die jetzt so ein bisschen, dass sie sich da nicht bewegen können? Nee, aber auch nicht so ganz. Vielleicht bin ich auch einfach zu gut. Ich weiß das nicht. Aha.
So, der Timer ist abgelaufen. Ich möchte aber gerne noch ein paar Minuten weiterspielen. Dann wird es halt ein etwas längeres Let's Test. Nicht viel länger, keine Sorge, aber ja. 10 Minuten gebe ich mir nochmal. So, kann ich denn hier irgendwas machen? Sieht mir fast danach aus, als ob ich hier... Nee. Ach, da ist ein Schalter, ne? Hier, warte mal. Ah! Okay. Oh. Kann ich denn durch oder kann ich durch, ne? Ich dachte, ich müsste vielleicht an der richtigen Stelle stoppen. So. Dann... Moment. Vor allem, er hakt sich auch nicht so wirklich an den Wänden irgendwie. Also er bleibt nicht irgendwo hängen. Das finde ich sehr löblich. Ich finde auch sein Aussehen sehr cool irgendwie als Shadow Man. Man sieht halt natürlich, dass die Texturen vorne so ein bisschen da dran platziert sind. Kann ich das vielleicht töten? Jo. Aber, ja. Ich höre irgendwen oder irgendwas. Jetzt können wir hier durch. Mal kurz gucken hier. Haben wir aber nichts. Okay. Gefällt mir echt gut. Ist auch mal echt mal was anderes. Ah, hier, das sieht, glaube ich, gefährlich aus. Da können wir noch nicht hin zu dem Dingen. Jetzt habe ich natürlich die Seele schon befreit, aber ich komme nicht hin, ne? Scheiße. Kann ich mal eben... Nee, Spieloptionen. Moment. Abenteuer speichern, da musste ich drauf, genau. Einheiten vergeben, Einheiten frei, Einheiten benötigt. Aha. Shadow Man. Ah, aha. Souls, aha. 12 Kados. Jo, überschreib das mal. Überspeichern. Macht echt Spaß, das Spiel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist mir ziemlich schneißegal, ehrlich gesagt. Schneißegal. Speichern erfolgreich. Scheiße, ich hätte es fast geschafft. Wo werde ich denn jetzt respawnen? Moment, kann ich denn... Aber die Sachen, die wir hatten hier, die bleiben. Das ist gut. Sollte vielleicht mal die Waffe ausrüsten. Gut weit war es jetzt auch nicht. Upsala. Ach, da fliegt ein Viech da oben. Sehe ich jetzt erst. Ach, und wenn wir das dann treffen, anscheinend, verfärbt sich dann... Lad mal ein bisschen auf. Kannst du gerade nicht erwischen. Dann halt nicht. Das heißt, das wird alles beibehalten, okay. Finde ich cool. So. Das ist schon... Hi! Du kotzt mich an, weißt du das? Wortwörtlich. Ich sag mal, ich kenne von den Leuten, die ich so gucke, als Let's Player, kenne ich auch keinen, der das schon mal irgendwie gespielt hat oder auch geschweige denn einfach mal vom Namen erwähnt hat, namentlich das Spiel. Was dafür sprechen würde, für die These, dass es nicht ultra bekannt ist. Ja
Ja, visier ihn doch an, komm. Ist halt zu weit weg. Du Rotzbengel, du. Okay. Was ist mit dir? Ich finde das sehr cool. Anders als in anderen Spielen, gerade auch aus dieser Zeit, dass man beim Anvisieren laufen kann. Das ist für mich persönlich ein großer Pluspunkt des Spiels. Und ja, soll man sagen, es gefällt mir richtig gut. Es gibt ja auch noch so ein so Zwillingsmonster, die dann auch immer noch so geil sagen, so Shadowman, Shadowman. Eigentlich müssten die gleich auch irgendwo hier theoretisch gesehen schon kommen. Oder ich habe erst einen anderen Weg genommen. Ich weiß es nicht. So. Schalter. Ah, ein Seil. Okay. Also bis jetzt ist es gar nicht mal so vom Weg her schwierig zu sehen, finde ich. Weil so viele Optionen aber nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ganz linear wirkt auf mich, aber es wirkt auf jeden Fall nicht so krass nonlinear, wie ich das jetzt eigentlich gedacht hätte, dass es das sein würde. Gut. Okay. Ich glaube, das ist Waffenenergie. 23 Kados schon, okay. Geronimo! Ah, gut. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, was ihr hiervon haltet. Also, ich hätte durchaus mal Lust drauf, mehr davon zu machen. Das Schöne ist übrigens auch, das weiß ich auch vom Beta-Gott, dass der Shadowman, ich weiß nicht, ob das für Mike gilt, aber der Shadowman hat auf jeden Fall keinen Fallschaden. Das finde ich auch sehr gut. Das heißt, wir können ruhig von hoher Klippe runterfallen, quasi, und erleiden aber keinen Schaden dadurch. Das ist sehr löblich. Meiner Meinung nach. Gehen wir mal eben erstmal hierher. Okay. Da können wir uns, glaube ich, herhangeln, wa? Scheiße. Könnten wir theoretisch gesehen. Wow! War ich hier schon? Ich glaube, hier war ich schon, oder? Ich glaube, da oben könnte man sich herhangeln, wenn man denn fähig dazu wäre. So ein 180 wäre auch noch geil gewesen, ehrlich gesagt, aber ja. Die sehen auch geil aus, die Viecher, ey. Vor allem, das ist schon nicht. Gerade so Gegner, die auf mich zugerannt kommen, wie so Berserker, die finde ich schon etwas creepy. Ich persönlich. Ich bin da ja noch nicht so abgestumpft wie andere Leute. Nein, 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 nein. So. Was ich auch ein bisschen schade finde irgendwie. Ich meine, da kann der oder die Person, ich nenne jetzt mal keine Namen, ja nichts für, dass das so ist. Aber ich finde sowas immer so ein bisschen schade, wenn man so abstumpft dann von so Sachen. Weil ich möchte mich doch lieber dann auch schocken lassen. Ich meine jetzt nicht speziell von diesem Spiel, generell einfach. Und wenn man dann so abgestumpft ist mittlerweile und das kaum noch irgendwie irgendwas, ein Film oder ein Spiel schafft, ist es irgendwie schade. So die Vorstellung, finde ich. Aber man kann da vielleicht auch teilweise gar nicht mal viel gegen tun, dass es passiert. Es ist halt einfach so ein Gewöhnungsprozess, der halt einsetzt. Und der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Der Mensch ist doch ein Augentier. Schöne Dinge wünsche ich mir. Ja, ja. Da sind sie! Geil. Shadow. Na komm, sagt es. Das ist ein Zwillingsmonster. Sag doch mal bitte was. Ich weiß, dass ihr es könnt. Normalerweise sagen die immer so, Shadowman, Shadowman. Diese kleinen waren das, glaube ich. Mal da drauf. Könnte man natürlich ein bisschen feige machen. Wobei das auch nur bedingt aufgeht, weil er von oben die nur bedingt anvisiert.
Also das ist eine Taktik, die kann man versuchen, dass man sagt, okay, man geht auf eine höher gelegene Stelle und kann dann davon nicht so getroffen werden. Allerdings schießen die natürlich auch, die Viecher, ne? Ja, ja. So. Und, ja, man stürzt halt ab, ne? Es ist schon sehr geil. Neue Musik hier. Okay. Ich meine, ihr könnt mir ja generell mal schreiben, kanntet ihr dieses Spiel schon? Oder wie gefällt euch das? Mir gefällt das richtig gut. Vor allem auch, weil, und das ist jetzt so ein bisschen Abschlussblabla, was ich gerade hier mache, weil Mikey und auch Jaunty zum Beispiel, sogar auch Nettie so ein bisschen, alle auch eine humoristische Ader haben, finde ich. Also die sind nicht alle so stocksteif auf Ernst getrimmt, sondern es ist ähnlich wie in Medieval. Es ist so eine schaurige Kalt-Humor-Mischung, sag ich mal, so Tim Burton-mäßig, die ich einfach super finde. Hier ist es ähnlich, zwar anders von der Art und Weise, wie es umgesetzt wird ein bisschen und natürlich auch anders vom Aussehen her, aber doch zumindest vom Prinzip zu vergleichen. So, ich find's schade ein bisschen, aber das ist jetzt das Ende von Shadow Man. Und erstmal kill ich den da oben noch. So viel Zeit muss sein. Die KI ist teilweise gar nicht mal so blöd, teilweise ein bisschen blöd. Also ist auch irgendwie eine interessante Mischung. Da komme ich aber so nicht hin, ne? Scheiße. Vor allem die Energie verfliegt auch ziemlich schnell. Also wenn wir uns die dann nicht holen rechtzeitig, ist er weg. Finde ich auch eine gute Sache. Ja. Ich speichere mal. Könnte ich denn sogar einen neuen Slot belegen? Gespeichertes Spiel überschreiben. Was denn, wenn ich jetzt sage, nein? Ne, kann ich nicht. Ich kann nur auf dem. Ja. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video auf Dave Durden TV. Macht's gut. Euer Dave.